So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde Escape from Tarkov. Heute sind wir auch passend zu dem Thema mal als Scuff unterwegs. Und ich lese auch immer wieder in Facebook und im Forum und ja, generell, dass sich die Leute aufregen darüber, dass Scuffs auf Scuffs schießen, speziell natürlich andere Spieler-Scuffs auf andere Spieler-Scuffs oder generell Scuffs, wie auch immer. Das bringt ein ziemliches Unmut in die ganze Geschichte. Aber für mich auch verständlicherweise, weil ich generell Scuff eigentlich auch immer so spiele, dass ich andere Scuffs nicht abschieße. Jeder hat natürlich schon mal ein Bot abgeschossen, kurz vor Schluss, kurz vorm Exit, oder ein Bot mit gutem Equip. Kein Thema, denke ich. Und dazu auch gleich generell zu den Scuffs. Auch in der Scuffs-Beschreibung im Spiel heißt es, ein Scuff wird den anderen Scuff jederzeit töten, wenn der eine bessere Ausrüstung hat. Hier im Video habe ich jetzt gerade natürlich, ich habe einen Scuff gehört und habe auch direkt mal F1 gedrückt ein paar Mal, dass der hört, dass ich auch eben ein Scuff bin. Ist immer, denke ich, ganz wichtig, auch für die Leute, die eben in Kooperation spielen wollen. Und ja, ich bin jetzt hier auf der Suche nach ein bisschen Medikamenten, weil das hat man natürlich am Anfang immer nicht als Scuff oder in den meisten Fällen eben nicht. Dann mache ich ein bisschen Platz und tue die Munition zusammenfügen, hau die überflüssigen Magazine raus, damit ich mir ein bisschen Zeug looten kann, einfach um zusätzliches Lagerplatz zu bekommen. Ja, jetzt weiter im Text. Scuffs töten Scuffs. Zu einem würde mich interessieren, was haltet ihr davon? Wie spielt ihr Scuff generell? Schießt ihr alles über den Haufen? Oder es sind eigentlich Gesetzlose, wie gesagt, die den anderen sofort töten, wenn die sehen, der hat bessere Ausrüstung oder irgendwas. Von dem her ist es eigentlich so auch vom Hersteller schon gewollt, dass die sich auch unter Umständen gegenseitig abschießen. Hier sieht nicht so gut, ein Scuff tötet die anderen Scuffs. Und in meinen Augen extrem großes Problem immer. Man sieht es jetzt hier. Ihr habt gesehen, der eine richtet die anderen Scuffs hin, tötet die, wollt sich Loot abholen. Jetzt töte ich den Scuff, der ja eigentlich schon gefleckt ist und eigentlich schon von der KI beschossen wird. Aber wenn ich den jetzt töte, werde ich auch von Scuffs beschossen. Das ist ein Riesenproblem für Leute auch, wie mich jetzt oder wie ihr, je nachdem, wenn ihr eben als Scuff spielen wollt und eben RP-technisch so spielen wollt, dass ihr einen anderen Scuff nicht abschießt, dass ihr quasi mit dem, ja, wie auch immer, kooperieren möchtet oder zumindest mit der KI oder wie auch immer. Das ist halt immer so ein Zwiespalt in der ganzen Geschichte und das macht die Thematik auch so schwer. Wie gesagt, der Hersteller will in meinen Augen schon diese Unberechenbarkeit, zu einem, dass eben KI und Spieler Scuffs spielen können. Natürlich auch im Gegenzug gegen die PMCs. Aber im Endeffekt, die PMCs, da kräht kein Hahn danach. Bears töten sich auch untereinander. USACs töten sich auch untereinander. Laut Story eigentlich nicht. Aber da wird irgendwie nie ein Wort drüber verloren. Bei den Scuffs, die Gesetzlosen, die Anarchisten, da findet es jeder schlimm, dass sie sich gegenseitig über den Haufen schießen. Also, wie ihr merkt, es ist ein schwieriges Thema. Deswegen würde ich auch unbedingt gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wie ihr es eigentlich so handhabt. Schießt ihr lieber zuerst, bevor ihr euch tötet? Oder, ja, größte Problematik ist jetzt halt, ich bin jetzt im Prinzip, ich möchte als Scuff immer spielen. In Kooperation mit den KIs und gegebenenfalls natürlich auch mit den anderen Spielern. Aber die anderen KIs töten mich jetzt. Aber wenn die mich sehen, schießen die mich ab. Das heißt, ich muss jetzt auch Scuffs töten. Weil ich einen Scuff getötet hat, der eigentlich gefleckt ist, weil er schon zwei andere Scuffs getötet hat. Das müssen die in meinen Augen noch in den Griff kriegen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Thematik, was natürlich auch direkt damit zu tun hat. In den Foren und auch generell Facebook ist viel im Umlauf gerade. Ja, Karma-System, es wird kommen und mich wird interessieren, wie das Ganze ablaufen soll. Wird dann einer, also ich habe schon viele Sachen gelesen, aber ich glaube, es gibt noch nichts konkret Festes, was in Stein gemeißelt ist. Wenn ihr da was wisst oder eine Quelle wisst von dem offiziellen Developer oder irgendwas, der darüber konkret was gesagt hat, wann es kommt und wie es aussehen soll, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin der Meinung, dass es sowas noch nicht konkret gibt.
Und ich weiß auch gar nicht, wie das nachher ablaufen soll. Soll es im Prinzip ablaufen, okay, man kriegt einen verlierten Ruf. Oder man, ich habe schon gelesen, man verliert Geld pro Scuff-Kill. Und was passiert, wenn du den Ruf verlierst? Ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt ernsthaft spielen willst und ein anderer, den juckt es halt nicht, was er für einen Ruf hat, wie zum Beispiel unter DayZ-Mod, da gibt es auch dann die Banditen und die Heroes. Das war aber auch alles andere als perfekt durchdacht, weil, keine Ahnung, wenn du halt eben auf einen erschossen hast, der dich angeschossen hat und der aber ein Hero war, warst du automatisch ein Bandit. Ja. Also es ist eine vielseitige Struktur, nicht Struktur, ein vielseitiges Problem, was in meinen Augen nicht mal so eben gelöst werden kann. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das dann kommen wird oder wie das passieren wird, dass da wirklich ein Karma-System kommt oder wie das nachher auch aussieht. Wenn ihr da konkret eine Idee habt oder einen Plan habt, wie das nachher aussehen soll, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare reinschreibt. Hier ist jetzt halt, ist es halt für mich komplett loose. Was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich gegen PMCs und die Scuffs kämpfen. Und das ist, glaube ich, auch so das, was die meisten dann auch in der Sache einfach aufregt. Ja, aus dem RP-Grund sagen, okay, ich möchte Scuff mit den Leuten zusammenspielen, auch als alternative Spielmodus natürlich. Aber, ja, ist es schwieriger als gedacht, ja. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was ich noch dazu sagen soll. Karma-System, ob es kommt, weiß ich nicht. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr denkt, es kommt. Wenn ja, würde ich auch gerne Ideen von euch hören, wie das Ganze aussehen soll, wie sich das auswirken soll, das Karma-System. Und ja, ich gehe jetzt übrigens weiter und werde dann hier in dem Video, werde dann von dem, ja, wie soll es auch anders sein, den Scuff getötet. Und ja, frustet manchmal, aber im Gegenzug muss man ja auch wieder denken, okay, es ist ja so, dass man hier im Prinzip keinen Loot verliert, sondern es ist ja alles Plus, was man nachher einfährt, aber in den meisten Fällen ist halt so, da wird man teilweise noch in den ersten 1 bis 2 Minuten von einem anderen Scuff einfach getötet. Kennt ihr bestimmt alle und nervt auch unglaublich. Aber wie gesagt, irgendwo ist es ja so von dem Spielhersteller gedacht. Und ja, ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so gewollt ist, ob das in das gesamte Bild reinpasst. Auch mit den Yusek und Bears, der sich untereinander tötet, das ist das Normalste auf der Welt. Und da sollte es eigentlich noch eher sein, dass die Leute sagen, hey, warum tötet mich jetzt der andere Bär? Das nächste ist, okay, wie ist es mit der Erkennungsoptik? Ich bin als Scuff unterwegs, loote mich voll, hab eine Fort Armor, hab einen Pilgrim, hab einen Helm. Wie erkennt mich ein anderer Spieler als Scuff? Das muss man auch mal wieder sehen. Und dann sieht er natürlich das Loot. Selbst wenn es ein Scuff ist, tötet er mich. Ja, so wie jetzt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es gefallen habt. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.